Ihr müsst es rausprügeln. Ja. Ja, ein bisschen drauf, der Kleine. Das ist dann mal wieder deine Meinung. Das ist eine gute alte Ranzbude. Boah, der ist doch alles voll mit Zombies. Boah, übelst die Bienen hier am Start. Jetzt von dem leckeren Honig naschen oder was? Alle Bienen sind weg. Der Chuck Norris hat alle Bienen gekaut. Ja, mit seinem Rucksack hier in unserem kleinen Tonbeutel. Oh Gott, was denn das? Boah, übelst die Ausgeburt der Hölle. Ja, was denn ablenken? Wie soll ich die denn ablenken, Mann? Soll ich einen Witz erzählen oder was? Oh Gott, jetzt sind wir am Arsch. Scheiße. Boah, ich bin dunkel. Los, komm, weg hier. Ja, wir verpissen uns, hat er gar nicht gesagt. Hast du meinen Schlüssel? Es ist Walt. Wir müssen weg. Aber den suche ich doch. Du Idiot, er muckst dich ab, wenn er dich findet. Dylan! Scheiße. Geh zum Lüftungsschacht. Gerne Schusswaffe. Alles schon weg, oder? Schusswaffe gibt's keine Munition mehr. Hier lang. Du zuerst. Was machst du da? Walt darf den GRI-Schlüssel nicht kriegen. Was? Lass mich raus! Fischauge. Lowan. Geh! Da ist der Verräter! Sie töten ihn. Hi, Dylan. Hallo, Kumpels. Oh. Geh da weg, Mann. Geh da weg. Wenn ich da jetzt entdeckt werde, bin ich am Arsch. Aber sie haben mich nicht gesehen. Glück gehabt. Warum hast du mich hintergangen? Der Schlüssel gehört dir nicht. Du kannst nicht. Wo ist er? Er verrät mich. Er zeigt auf mich, weil er so blöd ist. Hier drin. Ihr müsst es rausprügeln. Ja. Oh nein! Es tut mir leid. Wirst du sentimental? Nicht wirklich. Du stirbst ja nur. Mein Großvater hat früher Pferde gezüchtet. Wunderschöne Tiere. Ich hab sie sehr geliebt. Sie wurden gegessen. Eines Tages stürzte sein Lieblingspferd und brach sich das Bein. Ich dachte, Opa wird ihm helfen. Das war's. Aber er zog einfach seine Pistole. Gab sie mir in die Hand. Das prägt. Er sagte zu mir... Du tust ihm einen Gefallen. Das prägt. Dann drückte er meinen Finger, den ich am Abzug hatte. Das ist das Ergebnis. Ich schrie. Ich wollte, dass mein Großvater stirbt. Jahre später wurde mir klar, was getan werden muss, muss getan werden. Du lässt mir keine Wahl, mein Freund. Oh. Oh, schöner Sound. Da ist jemand. Im Rettungsschacht! Hört ihn! Oh, was jetzt? Was jetzt? Wo lang? Können die umschubsen. Oh, was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Bestimmt jetzt übelst laufen, laufen, laufen. Bleib einfach nur weg. Boah! Boah, geil, 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 geil! Boah, 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 boah! Da muss ich mir jetzt aber beeilen, Mann, die waren gerade hinter mir her. Was war mit ihm denn jetzt nicht in Ordnung? Und meine Energie ist ein bisschen wenig. Hält aber lange aus, der Bursche, also wirklich. In der Anstrengung da zu schwimmen und zu tauchen? Jetzt. Verdammt, das tut weh. Oh, warum? Was passiert? Verseuchtes Wasser. Ich hab das... Oh, sieht doch richtig geil aus, das Wasser eigentlich. Aber ich bin echt schnell unterwegs. Ich habe mich nie einmal umgedreht. Gehen ja noch einen Kurzschluss, die Taschenlampe. Vielleicht muss ich denn hier noch... Oh, was denn jetzt? Was ist das? Und... Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das ist der Dunkelwanderer, der sich in mir ausbreitet. Shit, jetzt? Jetzt ist es vorbei. Ah.
Wer zur Hölle ist das? Er hat keine Biomarker. Ein Wasser. Scheiße, er verwandelt sich. Tätig, schnell. Hängt ihn auf. Lasst ihn krepieren. Das war klar. Ich bin tot. Oh, verdammter Streuner. Einfach nur, weil er ein Streuner ist, gleich erhangen zu kommen. Er streunert hier rum, er hängt ihn. Oh. Lass ihn verdammt nochmal in Ruhe. Da hat er dann gut geworfen. Hakon, er verwandelt sich gleich. Ach, das ist ein Problem. Ich dachte, aber er ist ein Außenseiter. Er muss sterben. Er gehört zu mir. Kapiert? Hab ich dir nicht gesagt, geh nirgendwo ohne mich hin? Hab ich's nicht gesagt? Wer zum Teufel bist du? Die reißen dich in Stücke. Shh, nicht jetzt. Mein alter Lebensretter hier. Jana, hol die Hexe. Was zur Hölle ist das? Mach einfach schnell, klar? Bring sie hierher. Scheiße! Du Dreck! Du beschissener Drecksack! Also da ist einiges los, das kann man nicht abstreiten. Hallöchen. Oh, das war ja klar. Das haben sie mit Absicht gemacht. Er bewegt sich. Hakon? Leg ihn um, Hakon. Leg ihn um, bevor ich's tue. Wow, 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 wow. Bleib ruhig. Atme durch. Warum hast du mich gerettet, amigo? Scheint, er hat sich nicht verwandelt. Scheint? Hakon, ich will das hier nicht. Du bist zurückgekommen. Blinzle, wenn du verstehst. Oh, fuck, mein Kopf. Oh. Du hast dich fast verwandelt, aber UV-Licht und Hemmstoffe holten dich zurück. Und der Baseballschläger natürlich. Du bist am Leben. So soll es auch bleiben. Der Kerl bringt uns fast um und du plauderst mit ihm? Ja. Mädels, entspannt euch. Sie haben Angst. Hättest fast ihre Werkstatt geschrottet. Sorry, das war nicht ich. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Das war der Dunkelwanderer. Aber ich verstehe nicht. Wo gehen wir hin? An einen sicheren Ort. Ich muss zum Fischauge. Das Fischauge? Ohne Biomarker kommst du noch nicht mal in die Nähe. Wo ist der Biomarker? Was zum Teufel ist das? Biomarker überwachen den Verlauf der Infektion im Dunkeln. Deine Eintrittskarte in die Stadt. Ohne ihn ist jeder Schritt ins Dunkle reines Glücksspiel. Okay. Kannst dich jederzeit verwandeln. Du brauchst einen Biomarker. Und ich weiß, wo wir einen herkriegen. Komm. Er verwandelt sich wieder. Oh oh. Entspann dich. Alles unter Kontrolle. Oh. Flashback. Alles wird gut, hey. Du bist schwach. Warte einen Moment. Trink. Hast du Stoff? Sonst noch was? Sollen wir ihm ein Bad einlassen? Oh ja. Hört sich gut an, meine Damen. Vielleicht nächstes Mal. Schnauze, Hakon. Sie himmelt mich an. Mich bald auch. Warum hilfst du mir? Lernen wir uns doch kennen und finden es raus. Du zuerst. Wo hast du die alle her? Geht dich nichts an. Oh. Du bist auf der Hut. Okay. Gut, dann lebst du länger. Bist du ein echter Pilger? Oder gibst du das nur vor? Ich war ein Pilger. Ja, ein bisschen drauf, der Kleine. Eine Stunde bis zur Dämmerung. Ich mein's ernst, Hakon. Er bleibt nicht über Nacht. Was, wird schon wieder dunkel? Hier, deine Waffe und dein Funkgerät. Oh, ein altes, zölligen Rohr mit einem Tischstück draufgeschweißt. Los, gehen wir. Das klatscht auch richtig auf den Kopf. Eieiei. Nein, ich will nicht in die Dunkelheit.
jetzt? Erstmal Bude durchsuchen. Erstmal hier den freundlichen Gastgeber, freundlichen Gast geben und dann erstmal durchsuchen die Bude. Hä? Hat sie nichts dagegen? Was? Oh, jetzt ist der Bude. Oh, oh. Gewöhn dich nicht dran. Wir brauchen nicht noch einen Mitbewohner. Vor allem keinen, der uns im Schlaf ausrauben könnte. Okay. Weißt du, nicht jeder Pilger ist ein Verbrecher. Mhm. Ihr habt hier eine wirklich schicke Werkstatt. Baut UV-Lampen zusammen, was? Ja. Du solltest nicht hier sein. Hakon setzt hier unsere Ärsche aufs Spiel. Siehst du die Tür nicht? Vielleicht kann ich dir helfen. Oh Gott. Tut mir leid. Hab dich wohl erschreckt, was? Der Schlag hat gut getan. Wir sind quitt. Jana. Aiden. Hi, Jana. Was ist das hier? Unser Zuhause. Unsere Werkstatt. Sozusagen unsere ganze Welt. Du bist netter als sie. Hey, lass den Scheiß. Sarah vertraut niemandem außer mir. Außerdem kann ich besser kämpfen als sie. Also kann ich es mir erlauben, ein bisschen zugänglicher zu sein. Okay. Das ist dann mal wieder deine Meinung. Also raus aus dem verlassenen Nachtgewerbe hier oben, Mädels. Da müsst ihr aber auch nochmal... Die Käfer, was ist denn das für Zeug? Mal die Taschenlampe an. Das ist eine gute alte Ranzbude. Klassische Ranzbude. Noch ein bisschen die Sonne noch genießen draußen. Oh nein. Oh wow, was für eine Aussicht. Nicht übel. Oh. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da, im Stadtzentrum, hinter der Giftmüllhalde. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Hm. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Hm? Fast unmöglich, da durchzukommen. Ja, ist doch viel besser, wenn ich ihn frage. Na ja, komm. Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ja, hilf mir. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach untergegangen ist. Und Einheimischer. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Gib mir deinen. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Oh. Schon von Haran gehört. Velidor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Oh. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Okay. Ach, übrigens. Ich bin Hakon. Hakon. Moin. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies. Aber ich hab doch meine Waldhütte da oben am Funkturm noch, oder? Wo ist der Funkturm eigentlich? Boah. Hier drüben. Was schon wieder halten sie Tab? Hier ist jeder infiziert. Achso, die sind alle infiziert, aber... Boah, was ist denn da unten los? Boah, da warten ja übelst die Zombies. Ach du Scheiße. Ich dachte, ist doch kein Paradies, wenn da unten Zombies rumlaufen, Mann. Boah, der ist doch alles voll mit Zombies. Was? Boah. Du hast es offensichtlich drauf. Ich war beim Militär. Boah, der war ordentlich. Spezialeinheit? Dann kommt keiner. 7 Jahre lang. Hat mir sogar gefallen. Außer wenn nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Ah. Ich bin schließlich Taxifahrer. Klassiker. Autsch. Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Halt's Maul. Immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Ho, komm schon. Boah. Du bist zu schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Fuck! Alter, was ist denn da los? Hätte gehen können? Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Danke, Mann. Hallo? Alter, immer muss ich mit den Leuten reden. Guck mal, die schauen mich so lange an, bis ich mal... Alles so eine richtige... Traut sich keiner, was zu sagen.
Keiner geht. Das ist so die Welt an einem Smartphone. Keiner geht mehr auf den anderen zu und redet mit ihm. Einfach so, yo, okay, guck mal auf dein Smartphone, hab ich dir geschrieben, nee, dann nicht. Ich möchte mit dir reden, nee, lass mal. Blockt. Na gut, komm, ganz klassisches Reden nochmal aktivieren. Nee. Oder warte, ich, du redest mit mir und ich guck dich nicht an, okay? Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. Was soll ich hier deinen Reichtum begutachten? Ach, da keinen Ausschau. Das ist, das muss ich so Arzneimittel suchen und zusammenstellen und so. Das ist eigentlich nicht so meins. Gucken Sie. Ah, der hat einen Überlebenssinn. An Orten wie diesem wird oft einiges versteckt. Falls es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. Das sind irgendwo Bienen. Oh ja, lass mich hier richtig aus dem Kräutergarten pflücken. Das ist geil, er gibt mir einfach so ein bisschen Arznei. Wo sind jetzt die Bienen überhaupt? Ich sehe das schon wieder nicht. Ich soll nach diesem... auf dem Ausschau halten. Boah. Wollte das sagen? Boah, übelst die Bienen hier am Start. Jetzt von dem leckeren Honig naschen oder was? Alle Bienen sind weg! Jetzt sie alle auf ihr Chuck Norris, hat alle Bienen gekaut. Na, was geht hier noch? Ja, was hast du denn noch versteckt? Aha. Ohne dem lässt du mich nicht Gedanken hier. Wenn du das so konsequent durchsetzt, deine Meinung hier. Was ist das? Boah, fass es mal lieber nicht an. Die hat wohl jemand hier versteckt. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Oh. Und sie glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Naja. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Logisch. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Er springt doch immer gleich los. Wo muss ich da hin? Ja, Folgen. Na, komme ich gut hinterher, oder was? Wow. Komm, mein Kleiner. Los, komm schon. Bin noch da. Stopp. Wir müssen dir helfen. Boah. Glück gehabt. Ihr habt hier also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Peacekeeper? Eine Football-Truppe. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Ich behalte sie im Auge. Warum ist das? Kommt mir bekannt vor. Na komm, erzähl mir mehr was über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Hm? Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Dann ist doch gut. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Die Leute sind alle aufgewühlt. Aha. Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Oh! Er geht wieder los hier. Lauf, lauf, lauf. Ich bin schneller als du. Zu langsam, amigo. Na komm, 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 komm. Eieieiei. Au, 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 au. Okay.
Okay, da war er jetzt aber ein bisschen am Ende. Ist es zu dunkel hier mit einmal? Oh, ich habe kaum noch Energie, Mann. Jetzt muss ich... Oh, ich muss schon noch einen Zaubertrank fertigen. Wie ging das nochmal? Fertigung? Arznei. Habe ich nichts mehr? Oh, das ist ein richtig schönes, zölliges Rohr mit so T-Stücken und Muffe. Oh, das sieht richtig geil aus. Also, wow, guckt euch mal den Arm links unten an, den rechts. Also, die Faust sieht irgendwie komisch aus, aber an sich der Arm rechts, so die Haut und links unter dem Armband. Wow, also, jetzt ist es gar nicht mehr so dunkel. Ich würde gerne das Rohr hier wieder haben. Ja, ey. Ist er jetzt hin? Da lang. Wo ist er? Wo ist er? Schnell. Ja, öffne komm, die komm, Kiste. Los. Und im Gegenzug holen wir uns deinen Biomarker. Jo. Scheiße. Nichts drinne. Was? Diebe. Nein. Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Naja, die Wahrheit, ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? Ich kenne den, ja, viel dazu sagen, ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Aber das ist halt auch die Wahrheit. Naja, gut. Kann nicht viel dazu sagen, aber Dylan, ein ehemaliger GRE-Wissenschaftler, hat es mir gegeben. Jo, das ist ehrlich, das ist die Wahrheit. Das ist ein Typ namens Waltz hat ihn getötet. Bevor er starb, hat er mir den Schlüssel gegeben, damit Waltz ihn nicht bekommt. Scheinbar enthält er viele wichtige Informationen. Ich hoffe, ich finde mir am Fischauge heraus. Hm, wir werden es ja sehen, stimmt's? Oh. Oh, shit. Scheiße. Wir haben zu lange gebraucht. Ja. Plan B, lauf um dein Leben. Quatsch, fuck. Oh, Plan B. Oh, was? Alter, was denn jetzt? Oh, jetzt. Oh, was ist denn nun los? Ach du Scheiße! Aiden! Bist du da? Mir geht's gut, glaube ich. Nee! Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Das könnt ihr schaffen. Mir nach. Beeilung! Boah, was jetzt? Ist nachts ein Symbol für der Sicherheit. Okay, gut. Sie sind in der Nähe, mach schon! Boah, ich hätte nicht abspringen dürfen. Aua, aua! Da ein bisschen. Boah, der ist eigentlich übelst hart aufgekommen. Oh, Scheiße, 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 Scheiße. Oh, Scheiße. Boah, ah! Hallo! Er mit seinem Rucksack hier in unserem kleinen Tonbeutel. Hakon, Na los, acht auf, schnell! Hakon, da kommt ein Heuler. Ach, Scheiße. Biomarker. Keine Zeit, uns hängt ein Heuler am Arsch. Biomarker. Hörst du nicht, hinter uns! Ich sagte Biomarker. Hier. Und seiner? Er gehört zu mir. Ich muss seinen Biomarker sehen. Lass uns wenigstens erstmal rein. Ich muss seinen Biomarker sehen. Wie wär's mit Elektronik, hä? Arschloch! Oh. Oh, jetzt mach aber mal auf. Oh, was denn jetzt schon wieder? Oh. Du verdammte Schwein. Jetzt sind wir am Arsch. Jetzt sind wir richtig am Arsch. Oh Gott, was denn das? Oh, übelst die Ausgeburt der Hölle. Oh, geil. Oh, das Lauf. Was jetzt? Was jetzt? Schnell! Sie haben uns gleich! Boah, jetzt einfach übelst den Run machen. Das schaffen wir. Nein, ich dreh mich nicht um. Aber ich kann doch nicht schneller laufen, als ich laufen kann. Schneller! Ich bin schnell, ich bin hinter dir. Du bist runtergefallen, Amigo. Du bist runtergefallen. Wo geht's jetzt hier weiter? Ah! Ah! Oh, das wusste ich nicht, das wusste ich nicht, hab ich gar nicht gesagt!
Oh, ja, jetzt. Da kommen die nicht hinter mir her, so gut sind die nicht. Die sind jetzt nicht hinter mir her. Alter, Maul, die sind doch nicht hinter mir, oder was? Auf keinen, Mann. Alles gut, hier bin ich in Sicherheit. Oh. Killian, da muss ich mit den Leuten reden, Mann. Was? Killian, lenk sie ab! Ja, was ist denn ablenken? Wie soll ich die denn ablenken, Mann? Killian! Mensch, Killian! Soll ich einen Witz erzählen, oder was? Killian! Ich hoffe, du stolperst morgen früh über meine Leiche und verreckst! Oh, das ist gut. Das war's, wir sind am Arsch. Halt sie auf! Ja, aber dann nehmen wir meinen... Komm her! Du zolligen Rohr, weil ich dich gleich, du Lappen! Komm schon, Killian! Das ist doch... Scheiße, das sind ganz schön viele. Verflucht seist du, Killian! Komm schon, Killian! Ah, wir haben es geschafft. Wir wollen noch ein bisschen brutaler sein. Das glaube ich nicht. Ärger kommt selten allein. Arthur, bring uns da rein! Ich versuch's ja. Killian, ich will dich Waren das alle? Erstmal ganz gut glaub aus. Schon. Hilf mir! Nee, warte, erstmal die alten Leichensäcke hier durchsuchen. Ist überhaupt was drin? Soll ich wieder reden oder was? Oh! Ja, ich hab mich die. Nein, das ist doch nicht dein Ernst! Aber das war nicht meine Schuld. Ich hab alles gesäubert. Nein, die schaffen wir schon. Oh Gott, jetzt sind wir am Arsch. Scheiße! Scheiße! Oh! Oh, im letzten Moment. Oh, heftig. Da gibt's auch keine Ahnung. Hättest ruhig noch warten können. Hätte ich fast. Wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Danke. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon. Jetzt sei nicht so ein Arsch. Schau mal, hier. Elektronik. Stehen die Leute drauf. Er kann die halbe Leiter... Woher hast du... Ja, frag nicht. Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Und wer ist das? Biomarker. Biomarker. Naja, wie würde ich... Lass uns erst... Also, ich würde sagen, lass uns erst rein, aber wenn du dir nicht ganz sicher bist, würde ich sagen, stelle ich mich erstmal vor. Licht ist ja jetzt an. Ich bin ein Pilger. Oh, ich hätte nicht Pilger sagen dürfen. Scheiße. Du bist neu hier, stimmt's? Ja, man sagt nicht, dass man Pilger ist. Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Im Auto oder was? Ich habe mal auf einen Pilger gewartet. Ja. Er sollte... Ja. Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Oh Gott, die alten Zeiten. Was hast du vor, Harkon, ha? Ich habe ihm Hemmstoff gegeben. Er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Boah. Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn. Komm. Wirklich. Oh Mann, du Arsch. Die alten Kollegen. Ins Krankenhaus also. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, was Harkon? Ich brauche nur eine UV-Lampe. Ich komm zurück. Halt die Stellung. Harkon, warum hilfst du ihm, ha? Wir haben Leuten doch immer geholfen. Ich? Natürlich. Aber du scheinbar nicht. Bleib hier bei der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Ja, der soll mich halb Infizierten da jetzt aufnehmen. Ich würde dich doch nicht mal ankennen. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot. Ein beschissener Taxifahrer und Mutter Therese in einem. Aber du konntest kochen. Und alle haben gesagt, dass du das machen sollst, kochen. Das Leben wäre einfacher gewesen. Keine Nightrunner, keine Harkons, keine Probleme. Boah, die Folge rammelt hier. Jetzt schlafen gehen. Ein Meter da oben. Hä? Da um die Ecke. Und der hier? Oh, er kocht frisch.
Degi, Alter, ein richtig gute Zauber. Das geht bei dir so? Aber nein, du wolltest mehr. Verdammte höhere Zwecke, oder? Dabei könntest du einfach nur kochen. Oh, nee. Nach Biomarkern fragen. Lass es lieber. Nach Hemmstoff. Oh, das heißt, erstmal eine Runde pennen, Mann. Ja. Also ich glaube, das sind alternative Sachen und das ist, wenn du weiterkommen willst, markiert. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall nicht nach einem Biomarker fragen. Nach Hemmstoff heißt, dann denkt er, ich bin infiziert, so nochmal. Und ob du sie schon lange kennen, Diggi, ich will erstmal pennen, kannst du mir morgen erzählen. Wo kann ich mich ausruhen? Du bist neu in der Stadt. Ja. Was hat dich hierher getrieben? Mit seinen Fragen. Das ist hier nicht das gelobte Land. Ganz im Gegenteil. Ich muss zum Fischauge. Und Hakon hilft dir dabei? Du wirkst wie ein netter Kerl, aber hör auf meinen Rat. Vertrau nicht jedem, der dahergelaufen kommt. Scheiße, woher willst du wissen, ob du mir vertrauen kannst? Okay, genug gelabert. Geh schlafen. Vor morgen früh können wir ohnehin nichts machen. Das war ein Monolog, oder was? Erstmal noch was untersuchen. Wieder versteckt. Naja, gut.